vertraut machen. Also, es geht los, einfach. Die hier verteilt sind in 6 Gruppen. Dauert ein bisschen lang und dann ist er weg. Ja, der Elfenbeinküste in den Strafraum vorzudringen. Die gegeben, dass praktisch nicht eine Mannschaft, eine Clubmannschaft, sondern so eine vorbei. Also da hat der Mann mit der 2, Jake Monaco, einen ganz, ganz schweren Stand. Angban. Ja, und Jean Bour hat ihn geholt. 1,3 Millionen Euro überweisen die Amsterdamer an. Das Aluminium. Genau dorthin, wo sich Latte und Pfosten guten Tag sagen. Und die Ivora nicht zu stoppen, nicht in den Griff zu bekommen. Spielenden ivorischen Auswahl. Ali oder im Campionato Primavera. Also entweder. Ja. Also das ist bei der Auslosung schon dumm gelaufen für Dänemark. Nicht nur, dass die in dieser starken Gruppe sind mit dem dreimaligen. Das war eine richtige Panne hier bei diesem. Und Ecuador hat das relativ routiniert nach Hause gespielt, ist also auch in der Nähe. Ja, aber dann im Halbfinale gegen die gastgebende Mannschaft, gegen Rouen, da wird dann noch ein bisschen gewartet. Und dann hoffen die Vereine natürlich dann auf eine in An- und Abführung entsprechende. Und da gibt es dann am Montag die Entscheidung. Dann kommt die an. Ich weiß, aber jetzt müssen wir der 12er. Wenn sie gibt, dann ist das hier ein möglicher Gegner im Halbfinale. Und nach der Pause dann mit frischen Kräften. Das muss eigentlich die Maxime sein. Wieder ein Ball verloren. Schnell unter Druck gesetzt da, schon beim Spielaufbau in der eigenen Hälfte. In der Hand sehen, sonst wäre es der Dreier gewesen. Ja, hätte man auch andersrum pfeifen können.